zum Sterben. Ab 14. Februar nur im Kino. Und damit herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, hier auf 99 Damage mit dem Stirb langsam Cup. Und wir gehen direkt rein ins nächste Game, denn auch dieses läuft hier schon. Die Jungs von Serverforge, der potenzielle Gegner für DotPixels. Und wir müssen gleich nochmal gucken, wie die Halbzeit ausging. Denn hier wurde nochmal komplett neu gestartet. So, Pardo kommt da ohne größere Probleme auf den Spot rauf. Und Bombe muss da vorne legen, ja. So, Pardo da große Probleme in der Ruine. Dann schön gespielt hier von Serverforge, zusammen rumgezogen. So, gegen das Team hier, Victorious Secret heißt es, mit unter anderem Spielern hier von iPlay mit drinne. So, 8 zu 7 war der Halbzeitstand für Serverforge. 8 T-Runden geholt. Also, mittlerweile 11 zu 8 der Spielstand für Serverforge. Und der Sieger aus diesem Spiel zieht ein ins Viertelfinale. Und dort wartet bereits das Team der DotPixels. Ja, danke auch nochmal an Kubali und Ixen, die hier unter die Kommentare unter dem Stream das Ergebnis gepostet haben. Raven auch wieder am Start. Dafür ist ja Blizzard da. Ja, Blizzard ist immer da. Ist das zweite Halbzeit? Ja. 12-8 der Spielstand für Serverforge. Ui. 8-7 war Halbzeit, 8 T-Runden für Serverforge. Und das müsste im Normalfall eigentlich reichen. 8 T-Runden. Sollte reichen. Und bisher machen sie auch einen guten Job als CT. Dann ist er, glaube ich, auch ein Mix, also. Ja. Spielt Globe gar nicht oder ist es Boxer Winded 2? Vielleicht weiß es ja jemand. Globe müsste Boxer Winded 2 sein. Hast du nicht in Friends? Ich möchte jetzt ungern in Friends online gehen, aber ich glaube, das ist Globe. Kann ja auch nicht jeden haben. Will ja auch gar nicht jeder haben. Globe ist doch nicht jeder. Ja, Xeni da mit dem Frag, das war die Bombe, hört aber noch Steps. Und jetzt ist es nur noch Globe dort im Teppich. Ja. Lehre mich auf, Serverforge ein Sechsler oder? Ja. Ja, Gimpen, Xeni. Also die Vanity klärt mich auf, Globe ist in der Session, also müsste es Boxer Winnetou sein. Vielen Dank. Elo auch, aber Xer Maschinen und FLN sagen mir nix. Und der Gewinner spielt gegen DotPixels, richtig? Korrekt. Come with my bro. Ja. Let's get you to Joey. So ist es. Ruhe EAS. Okay. So, guter Doppel dort im Has.
Schauen, ob sie da die Mitte dann wirklich anspielen. Schade, gibt ein Sheet jetzt weg. Hätte gut werden können. Ja, jetzt Hausmeister Mitte wird auf jeden Fall kommen. Und Gimpen kassiert da, hat selber nicht wirklich viel verteilt. So, und jetzt hat sich da auch Xenia natürlich. Jetzt M159852 mit dem Frack. Freut mich zumindest, dass auch du nicht weißt, wie er ausgesprochen werden möchte. Ja, das muss ich nochmal klären hier für die kommende EPS-Season. Vielleicht ist das die Seriennummer seiner M4. Ja, oder Mistsau oder so. Haut nicht hin. So, Retake Server Forge 2 und 3. Laube steht. Boah, den macht er! Vielleicht ist es auch der Name seines Erstgeborenen. Und jetzt ist es nur noch Pado. Posi bekannt. Und FLN hat super low HP. Ja, und da kann er nicht diffusen. So, endlich mal wieder eine Runde für die T's hier. Keine Ratsche? Nö. Das war jetzt keine Ratsche. Mal auch mal was anschaffen langsam. Hast du deine Hände? Ja, man. So lange keine Holt. Ja, die sind ja woanders. Du bist jetzt mit dem First Track. So, Mitte wird weiter hochgegast. Xeni, super blind. Gut. Lobt er über Actions Haus. Schütz mit dem zweiten. Guck, was Illu da noch machen kann vom Balkon. Gibt jetzt Bibo nach. Gibt konnte da gleich einen haben. Onspot hat den Balkon halt nicht gecheckt. Oh Gott. Und dann läuft ihn da M15 rein. Ja, aber Jules macht hier die Runde dann noch zu Ende. 13 zu 10. Das Mixteam kommt hier wieder ran. Ja, aber halt durch eine Einsaktion, ne? Jules einfach 2 Frags Mitte weitergezogen, dann da gut lang abgedeckt. Ja. Victoria's Secret. Eco bei. It is. So, ein SFTO gegen ESG. 8 zu 3 dort der Spielstand. Für SFTO, für die Deutschen. Österreicher liegen zurück. 3 T-Runden momentan auf Inferno. So, Pado, brauchen noch einen zweiten Versuch beim Jump. Darf man auch mal. Jetzt laufen sie sogar über Has durch. Und da wird Gimpen dann eigentlich gesehen. Ja. Schade. Hat eine gute Pose gegen Action, aber sobald da irgendwer von einer anderen Pose kommt, hat er wirklich eine schlechte Pose. So, keine Waffe verloren bei den T's. Victorious Secret. Damit jetzt auch schon ein ganz gutes Geldpolster aufgebaut. So, und Serverforge jetzt natürlich damit ein bisschen Geldproblem. Also die T's können da jetzt ganz gut rankommen. 2 Runden noch, dann haben sie das 13-13. Lässt sich da jetzt immer viel Zeit zum Aufbau bei den T's. Ja, die HE von Xeni da immer Quatsch. Also war jetzt das zweite Mal schon. Gimpen sieht ja, wenn da was ist. Na, das war gut gemoved.
von Gimpen, der da zusammen mit Illo drauf schießt. Hat da quasi gehört. Ja, und jetzt kommt Pardo und dann müssen die B-Spieler aufpassen. Crack passiert gegen die Bombe und jetzt sind es nur 20 Sekunden. Die T's müssen natürlich gut machen auf dem Spot. One-on-One-Situation, Globe, 10 AP. Der kommt weg. Und jetzt macht er ihn noch was. Jetzt muss Elo einfach wegbleiben. Nein, das gibt's doch nicht. Warum bleibt er da nicht weg? OMG. OMG. So. Und Gimpen, von Globe, Gimpen aber schreibt da nur, er ist so dumm. Ei Gott, das ist bitter. Also, als wenn er einen Teamkill gemacht hätte. Aber Illu ist, glaube ich, auch nur Teammanager bei ServerForge. Ich glaube, der spielt gar nicht selber. Ja, da schreibt es auch schon. Er ist Manager. Ach, ärgerlich, ey. Ja. Da muss er halt einfach weggehen. Dann ist die Runde safe. Und so wird's jetzt doch nochmal eng für ServerForge da. Und er hat wieder Eco und indirekt den Frag. War 10 jetzt. Schön. Schade, kommt du musst doch mal Amigo rumgehen und. Die Maschine fängt eine Nate. War ein bisschen zu heiß, hat er fallen lassen. Ich bin down. Boom. Rillu. Ja, jetzt steht's 13-13. Und um die Frage hier aus dem Twitch-Chat von The Rafiki aufzuklären, warum Nip nicht dabei ist. Es ist ein deutschsprachiges Turnier, das heißt für Teilnehmer zugelassen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. So, und Illu saved hier die Waffe aus und damit haben wir das 13-13. SFTO mittlerweile in die Halbzeit gegangen, 11-4 klar gemacht gegen die Österreicher. Sollte also auch machbar sein für sie. So, und ich freue mich, heute werden wir das erste Mal DotPixels auf einem Stream sehen. Also heute sehr, sehr viele Premieren hier. Und auch für einige EPS-Teams ist es so der letzte Testlauf, bevor dann die EPS natürlich startet. Ja. Ganz gute Zeit für den Cup. So, jetzt Gimpen mit der Aare. Sehen die auch immer wieder in den Eck. Da muss er sich auch mal jetzt langsam eine neue Pose suchen. Ja. Nicht gut runtergespielt von ihm. Grüßen kann. Klein Fraggen geht jetzt rauf. Ja, das war sehr gut gespielt. Ja, aber er ist halt erst so um die Ecke geschlichen und wurde halt gesehen. Und es war halt dann schlecht hier von Maschine irgendwas. Bei Low, bei. Ah, das können sie holen. Ist? Ja, und Globe war der 1 mit 100 P und ist er tot. Fällt. Und der 15 auch da. Runde. M15 nennen wir ihn jetzt. Ja, M15. Runde wieder an ServerForge, die damit wieder einen Zähler in Führung gehen. 14-13.
Sehr, sehr knappe Geschichte jetzt hier. Pushen jetzt erstmal wieder Mitte, aber die Aufteilung, wie man dann reagiert bei den TS, gefällt mir sehr, sehr gut bei dem Mixteam. So, wieder ganz langsamer Aufbau. Und jetzt hat man mal wenigstens umgestellt. Freut mich, dass sie das selber auch erkennen. Sehen die da jetzt mal eine andere Pose eingenommen. Und komplett umgestellt diese Runde jetzt. Xer, das kann er nicht machen. Er kann nicht da sein Magazin verschießen und dann reloaden und die ganze Zeit in den Teppich schielen. Man muss da einfach im Reload weggehen. Und sie ist saven. 14, 14? Ja, aber Mikro pusht ja schon nach. Ja, 14, 14 ist korrekt. Aber fällt jetzt Banane. Ja. Und Illo eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Checkt da Sand. Ja. Globe macht ihn da. Ja, jetzt. Geldtechnisch sieht schlecht aus bei Server Forge. Zwei mit Low Money, drei könnten kaufen. Ja, das ist die Frage, spielt man auf Draw, Overtime oder kaufen. Take Win? Einer kauft, gibt einen Kauf. So, jetzt will ich sogar mal eine All-In-Runde spielen. Die haben halt auf jeden Fall Geld für nächste Runde. Ja, jetzt hätte ich wirklich mal so eine All-In-Runde. Ja, okay, Gimpen. Push. Gefällt mir. Ja, es. Offensiv, gefällt mir. Aber fällt. Ja, ziehen die da dann einen Schritt zu weit weg. Und rechnen sie jetzt aber bestimmt nicht mit. Oh, doch. Bessere Kante dort. Wieder zu zögerlich, schlechte Kante genommen. Und wieder so halbherzig aufgegangen. Ja, die beiden CDs brauchen jetzt gar nichts mehr machen. Die können Waffen sparen. Ist viel wichtiger, dass man die Waffen jetzt nochmal in der nächsten Runde hat. Als dass man da gar nichts hat, aber sie wollen es versuchen. Ja, und da kann man jetzt wirklich sagen, was man will, aber das ist diese eine Runde, wenn er da weggeht, ja. Anstatt den Frag zu kassieren, dann sieht es schon ganz anders aus. Dann wäre es wahrscheinlich schon over. Dann hätten die wahrscheinlich auch Geldschwierigkeiten gehabt. Ein, zwei Runden danach, man hätte selbst kaufen können und sowas. Ah, das ist wirklich bitter. Hätte Fahrradkette. So, 15. Runde, safe für Victoria's Secret. So, die CTs, natürlich keine Kohle. Ja, und so gibt man wirklich ein Game aus der Hand. Schade, Mann. Das ist ärgerlich, das ist echt bitter. Drin? Ja. Guck dir die Runde an, bitte. Hey, gesagt. So, jetzt B. Ah, super. Perfekter Read. FLN als einziger am B und den attacken sie jetzt. Bin trotzdem sehr, sehr vorsichtig. So, jetzt fliegen schon Smokes, AEs, Smokes und Flash gegen CT Base. Hat jetzt aber eine ganz gute Pose eigentlich. So, aber jetzt achte, Gimpen. Oh, das ist wirklich noch nicht vorbei. So, Gimpen macht den Frag oben im Haus. Semi. Zweiten. Ja. Illu mit der Diege. Natürlich unerfolgreich. Aber sie sind nur noch zu zweit und jetzt ist nur noch Amigo. Werden sie ja zusammen durchgehen müssen. Sehen wir hier die Overtime.
Wir werden die Overtime sehen. Oh yes, Baby. Oh, 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 er hat die Bombe. Er hat die Bombe, FLN. Jetzt aber gehört haben. Ja, jetzt muss er es gut ausspielen. Hat, ja. Hat ihn. Overtime. Sehr, sehr stark. Ja, man darf auch mal ab und zu auf mich hören. Ja, also, Overtime sehen wir nicht schlecht. Das ist... Ey, der Trader Judas, der feiert halt auch jeden Spruch, den ich bringe, ne? Richtig sympathisch, der Junge. Also, MR3, 10.000 Startgeld, 10.000 Startmoney wird gespielt. So, einer restartet noch. Ja, ich will mal kurz eine Halstablette, irgendwas. Ja, und wir machen in der Zeit nochmal ganz kurz einen kleinen Trailer rein, bis der letzte Mann hier von Victoria's Secret zurück ist. Und dann wird hier die Overtime gespielt. Verlängerung im Spiel, MR3, Start Money 10.